Ja, hallo ihr Lieben. Dank Corona haben wir ja eine Menge Zeit geschenkt bekommen. So auch ich momentan. Darüber freue ich mich natürlich auch riesig. Diese Zeit will ich nutzen, um einfach mal den Leuten jetzt hier entgegenzukommen, die jetzt doch sehr, sehr viele Anfragen an mich gestellt haben und sich interessieren für dieses Imagelein Fruity Loops oder FL Studio. Ich habe das mal in den einen oder anderen vorangegangenen Videos gezeigt oder erwähnt und habe das hier bei Thomann auf meiner, das ist also hier meine Wunschliste bei Thomann. Da ist also noch eine ganze Menge hier bei mir in der Warteschleife. Ja, und kostet auch ein kleines bisschen Geld. Ganz klar, bis auf die Sachen, die ausverkauft sind. Lange Rede, kurzer Unsinn. Die Hauptinteressen gingen jetzt über dieses FL Studio von Imageline. Ja, Fruity Loops nannte man das früher, jetzt FL, ja, die Abkürzung, okay. Wo sich jetzt für viele ein bisschen dran stoßen, ist der hohe Preis. Ja, das klingt im Moment toll vom Preis her. Aber ihr bekommt da ein Paket, das ist auch richtig, richtig, richtig gut. Ich hatte ja gezeigt, ich habe das Fruity Loops damals bekommen, in dieser Variante. In diesem Signature Bundle. Und da dachte ich, ich habe alles dazu. Ich hatte da mir mal ein Demo runtergeladen von diesen Fruity Loops und war da so begeistert, dass ich mir gesagt habe, ja gut, brauche ich. Das Kaufen war da gar nicht so einfach. Ich kann es heute auch gar nicht nachvollziehen, wo ich es gekauft habe. Da gab es diesen Bucks Shop in Niederlanden sitzen die wohl. Oder sitzen noch und versuchen so ein bisschen den deutschen Markt zu untergraben mit Dumpingpreisen. Und da war das eben mit der Bezahlerei eben nicht ganz so einfach. Und ich bin nun auch nicht so dieser PayPal-Fan. Ich überweise es lieber oder lasse es vom Konto abziehen. Das ging da alles irgendwie nicht. Und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, wo ich es her habe. Bei Thomann gab es das auf keinen Fall. Es kann sein, dass ich es damals bei Amazon gekauft hatte. Und die hatten es dann irgendwie dort rausgenommen aus dem Programm, weil eben der Bucks Shop da auch präsent war. Und da es zu irgendwelchen Sachen kam, die ich heute nicht nachvollziehen kann und mir das am Telefon auch keiner erklären wollte, was da vor sich ging. Jedenfalls habe ich es dort wahrscheinlich noch irgendwo gekauft. Und ich lasse ja immer vom Konto abbuchen und heute mit dem Käuferschutz ist man da eigentlich immer, egal was ist, immer auf der sicheren Seite. Das ist nicht anders bei PayPal oder bei diesen eBay-Käuferschutz. Also das hat Amazon schon ordentlich nachgerüstet da bei sich im System, dass man das bei irgendwelchen Schwierigkeiten sein Geld wieder zurückbekommt und ja, kein Problem. Also wie gesagt, jetzt hier diese Signature Bundle, gibt es viele, viele Sachen schon dazu, aber eben auch viele Soft Synthesizer oder Plugins als Demo-Version. Ja, und wenn man da mit diesen Demo-Versionen, die nimmt man ja dann doch irgendwann mal in der Hand und klar, muss ich jetzt keine große Oper drum reden, das sind richtig tolle Geschichten, diese da. Dort zur Verfügung stellen zum Anfixen natürlich. Und das sind natürlich immer die besseren, ist ganz klar. Und wenn man die haben will, muss man die sich nachkaufen. Und das Nachkaufen, das kann ich euch versichern, das macht nicht so viel Spaß, weil da kommt man teurer, wesentlich teurer hin, als wenn man sich von Hause aus dieses Studio kauft mit den All-Plug-in-Bundle. Ich will es ein bisschen demonstrieren, was da abgeht. Ich habe da mal ganz kurz was vorbereitet, damit ich jetzt hier nicht
unnötig in die Länge ziehe. Aber auch bloß ein kleines Stück von unserem lustigen oder lieben Deutschlandlied. Und das hier ist so ein, ja, ein Plugin, das wird mitgeliefert, das sieht also auch unspektakulär aus. Und ich fahre das einfach mal ab. Halt, erst starte ich das Piano Roll. Das ist dieses Teil, wo man die Noten setzt. Ich habe also hier eine ganze Menge Oktaven zur Verfügung. Mal durchgescrollt von C0 bis C10. Und verbleibe mal hier. Habe hier also die Noten gesetzt. Und ich fahre das mal ab. So, soweit, so gut. Das soll jetzt bloß als Demo dienen. Das ist also jetzt die Schmucke gemacht. Da stimmen auch die Notenlängen nicht. Die Pausenlängen stimmen da nicht. Und da sollte man bitte mit mir jetzt nicht gleich ins Gericht gehen. Es soll wirklich nur zu Demozwecken sein. Was ich nämlich zeigen will, ist, dass innerhalb von so einem Plugin, dass da noch schon voreingestellte Presets zur Verfügung stehen, die also von dem Programm auch schon mitgeliefert werden. Man kann sich hier auch selber anhand der vielen Sachen, Kompressoren, Delay, Echo und was hast du nicht gesehen, kann man sich hier eigene Presets erstellen und auch diese abspeichern. Voreingestellte Presets, zeige ich mal, kann man nahtlos einfach umstellen. Also hier gar nicht so viele drinne. Da sind verschiedene Cellis, verschiedene, ja, was da noch, Violas dabei, also verschiedene Streichinstrumente. Das Ding hier eigentlich vollkommen unspektakulär. Das Gute jetzt, ich kann diesen Preset verändern. Quatsch, nicht diesen Preset, sondern das Plugin. Ich ersetze das ganz einfach mal. Hier sieht man schon mal eine ganze Menge und ich nehme hier mal den Synthesizer, der hier mitgeliefert wird. Das ist der Citrix. So sieht er aus. Der ist schon gewaltig. Allerdings auch nun nicht gerade jetzt vom Grafischen her jetzt der absolute Bringer. So, und jetzt zeige ich einfach mal anhand der Vorschauliste die voreingestellten Presets. Das ist schon der Hammer. Und ich nehme einfach mal hier so einen Arpeggiator. Ja, also selbst innerhalb dieser, wenn man hier die alle mal durchprobieren will, also das ist mehr als ein abendfüllendes Programm. Wie gesagt, man kann sich hier seine eigenen Presets erstellen. Dazu hat man hier jede Menge Möglichkeiten. Hier jede Menge Oszillographen. Dann kann man die mit Filter belegen. Und hier hat man natürlich den Mixer, auf welchem Kanal, wie man die routet, miteinander vermischt, auf welchem Kanal man die dann legt. Das kann man hier also alles einstellen. So, und wenn ich jetzt mal hier mein Lieblings, und der ist ausgerechnet nun wirklich einer, wo man. Das ist ein Demo, da muss man also bezahlen. Und das wäre in diesem 888 Euro Plugin Bundle mit drinne.
Das ist jetzt hier die Demo-Version. Und ja, wie man sieht, hier ja, grafisch schon ein bisschen anders gestaltet. Vielleicht geht da auch ein bisschen Übersicht verloren, aber das ist Geschmackssache. Bringt also auch schon Presets mit. Und da schalte ich jetzt mal ganz wild durch. Kann passieren, dass während Abspielen dieser Sequenz dann so ein kleines Fenster mal aufpoppt und mich darauf hinweist: Du, pass auf, ich bin hier und bloß eine Demo-Version. Und damit wäre eigentlich dann dieser ganze Dreck, wenn man den irgendwie mal anders nutzen will, wäre dann versaut, ne? So, jetzt starte ich den mal. Da kommt's, das Demo-Fenster. Stoppt also mal kurz, dann geht's weiter. Aber ist dann eben halt ärgerlich. So. Ja. Das Gute, egal welche Version ich kaufe, ob nun die Signature Bundle, es gibt auch noch eine noch weiter abgespecktere Version, die kostet dann bloß 189 Euro. Oder eben diese All-Plugin-Bundle. Das Gute ist eben an der ganzen Sache ist, lebenslang kostenlos Updates. Eine neue Version mit, das letzte Revolutionäre war eben komplett neu überarbeitetes Workflow. Das sieht völlig anders aus als noch vor ein paar Jahren. Ich habe das Teil schon viele, viele, viele Jahre. Und da war das ganz mühselig. Aber jetzt hat man das schon ordentlich gestaltet. Und auch mal hier das Kreuz zum Schließen hat man dorthin platziert, wo die anderen Programme auch alle ihr Kreuzle haben. Früher war das nämlich hier auf der linken Seite. Also es war ein wildes Chaos. Das ist schon jetzt ziemlich aufgeräumt. So, wie gesagt, lebenslang andere Programme oder andere Softwarehäuser, die machen das ganz anders. Wie ich das jetzt zum Beispiel von meinem Corel Painter kenne, Corel, ja, die lassen sich das jedes Mal, jedes Jahr gut bezahlen. Wenn die neue Version herausbringen, dann wird man freundlich darauf hingewiesen und ja, zum Vorzugspreis als Bestandskunde. Aber da liegt man trotzdem immer so bei knapp 200 Euro immer mit dem Geschäft, wenn man da die neuen Tools möchte. Meistens sind das neue Zeichenwerkzeuge. Hier ist es also ganz anders. Wer also alle Plugins hat, da braucht er also nie wieder nachzukaufen. Und es kommen eben neue Versionen, neue Programmversionen, wo man eben Verbesserungen bringt. Und die sind wirklich lebenslang kostenlos. So. Und das letzte tolle Teil, was sie hier reingeschmissen haben, das will ich mal hier starten. Das ist dieser. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der Flex. Hier ist er. Braucht ein bisschen. Klar, muss hier eine ganze Menge laden. Und wie ihr seht, ich habe hier nichts verändert an diesem Notengerüst. Das bleibt so, wie es ist. Und ich verändere jetzt nur die Plugins bzw. die Filter und fahre jetzt hier mal ganz wild hier rein. Ja, wo? Nehmen wir den hier. Da habe ich mir ein paar Farben verritten hier mit den Kreuzle. Da weiß ich, das sind Apache-Shaders. Die haben also richtig toll. Also lange Rede, kurzer Unsinn. Die Ohren hören besser als. Ja,
Das ist also nichts anderes als, dass das hier dieses Plugin ist und mit anhand dieser vielen Filter-Einstellungsmöglichkeiten kann man sich jetzt hier Reverb, Delay und was man da alles so hat, den Limiter, kann man sich hier verschiedene Einstellungen vornehmen und diese sogenannten Presets kann man sich dann hier auch abspeichern. Also es ist nicht so, dass man jetzt nur mit diesen voreingestellten Presets arbeiten muss oder kann, sondern man kann sich hier voll entfalten und kreativ sein. Das ist sagenhaft. Ja, der ist noch relativ neu hier. Heute gab es schon wieder einen Download, das hat er automatisch gemacht und war kostenlos, ne? Wie gesagt, ich habe hier an dem Notenbild hier nichts verändert. Was gibt es da noch zu sagen? Außer euch wirklich zu versichern, dass ihr euch ärgert, wirklich ärgert, wenn ihr nicht die Vollversion nehmt, diese, ich habe sie hier noch offen, ich bekomme keine Provision von Thomann. Auf keinen Fall, im Gegenteil. Die würden mich vielleicht noch davon jagen, die Leute, wenn ich den ihren Namen in den Mund nehme, weil Kritik vertragen sie nicht. Und da gab es eben, ja, bei manchen Gitarren, die ich bei denen gekauft habe, herbe Kritiken von mir. Da halte ich auch nicht hinterm Berg. Was nützt mir das, wenn ich die Kohle zurückkriege und das Gerät wieder zurück und dann kommt das nächste Gerät, das Austauschgerät und das hat wieder andere Mängel oder die gleichen Mängel. Dann ja, ist das Geld zwar unterwegs oder ist bezahlt und die Gitarren ständig auf dem Postweg. Und jedes Mal, wenn man dann diese Packung aufmacht und sieht dann einen anderen Schaden, da sage ich mir, was ist mit denen los? Die haben gar keine Endkontrolle, aber ich will, dass ich wieder aufwärme, um Himmels Willen. Also ich stehe mit denen ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber es gibt so Sachen, da kommt man nicht drum rum, die gibt es mitunter nur bei denen zu kaufen. Aber ich habe es in meinem anderen Video gezeigt, das Mikrofon von Rode. Habe ich überhaupt hier noch bei denen auf der Wunschliste drauf? Ja, hier ist es noch drauf. Ja, da ist jetzt die Lieferzeit aber auch schon wieder ein bisschen nach unten reguliert. Ich habe es vorige Woche gekauft, aber nicht bei denen, weil Lieferzeit jetzt bei denen zwischen 2 bis 3 Wochen. Und da, wo ich es haben wollte, waren die bei 6, 7, 8 Wochen so in der Drehe. Ja, und da habe ich es also bei denen nicht genommen. Bin da zum Music Store. Das ist doch meine allererste Adresse geworden. Und da habe ich es innerhalb von ja, 2 Werktagen bekommen. Kommt natürlich immer darauf an, haben sie es auf Lager oder nicht. Aber das ist ein Gerät, das muss man nicht jedes Mal als Australien anfordern. Da legt man sich schon ein paar hin, weil das sind begehrte Teile. Das ist ja schon höhere Klasse und nicht so 0815. Also wer da was Ordentliches haben will, da will da eigentlich auch nicht so, ja, so lange warten. Aber lange Rede, kurzer Unsinn. Hier nochmal zurück zu diesem All-Block-In-Bundle. Macht nicht den Fehler wie ich. Macht es einfach so. Holt euch erstmal, ladet euch erstmal von denn ihrer Seite, von ImageLine, die Demo-Version runter. Da könnt ihr schon mal ein bisschen rumspielen, schon mal euch ein bisschen an das Handling heranmachen. Kommt ihr damit klar? Wie gesagt, das ist ja alles in Englisch und da muss man also viel experimentieren. Gibt auch viele Anleitungsvideos bei YouTube und dann könnt ihr euch so ein Teil kaufen. Aber wie gesagt, meine Empfehlung, macht das richtig, kauft euch das Teil, dann gibt es keinen Ärger mit den zusätzlichen Plugins, die ihr dann vielleicht im Nachhinein dann doch lieber hättet und die ihr dann für teures Geld kaufen müsstet.
Und das wird dann richtig teuer. Also da kommt ihr dann weit über 1000. Ich glaube, ich habe mir den Spaß mal gemacht, habe die Plugins, die jetzt hier alle als Demo-Version vorliegen, die habe ich mir dann mal bei ImageLine in den Warenkorb gelegt. Da kam ich auf 1500 € sowas in der Dreh. Also das ist schon immer so gewesen. Kauft man das als Paket, kriegt man das günstiger, als wenn man es einzeln kauft. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt hier soweit euch zeigen können oder euch davon überzeugen können, den richtigeren Weg einzugehen, euch zu bewahren vor dieser Katastrophe, die vor mir gelegen hat oder noch liegt, weil ich habe ja nicht alle Versionen, habt ihr ja gesehen, gibt ja noch ein paar andere schöne, wenn ich jetzt hier noch mal reintauche. Ich hoffe, ich finde sie jetzt gleich. Das ist dieser Sakura. Sakura ist auch so ein tolles Teil. Ja, passt jetzt hier zwar nun nicht jetzt dazu. Das passt jetzt nicht unbedingt hier dazu. Da muss man also den nehmen für andere Geschichten. Und dafür ist es ja auch da. Man hat nicht umsonst so viele Plugins, so viele Synthesizer hier drinnen, weil nicht jeder eignet sich auch zu dem, was man da gerade vorhat. Da muss man also ein bisschen rumexperimentieren und da hat man das, was man hier auf der linken Seite sieht. Das sind alleine nur diese voreingestellten Effekte für, ja, da, hier sind ja nur noch jede Menge andere Sachen drinne. Ne, das, also, das ist kilometerlang geworden. Also, das ist schier unendlich, die Möglichkeiten, die man hier hat. Es gibt auch andere Programme. Ja, jetzt wieder die Namen. Ableton. Oder, ja, nee, komme ich jetzt nicht drauf. Ich habe sie jetzt hier auch nicht. Irgendwas mit C. Moment, gucken wir mal. Kochel ist es nicht. Nee. Komme ich jetzt nicht drauf. Ist auch egal. Gibt noch einige andere. Und jeder ist von der Bedienung her, von der Handhabung anders. Und da muss eben jeder mit sich selber klarkommen. Das ist immer eine subjektive Geschichte. Dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Man darf aber nie in die Versuchung geraten zu sagen, das andere ist irgendwie minderwertig oder ist es blöd oder ist es doof oder was man da für andere Kraftworte da benutzen kann. Das erspare ich mir oder das vermeide ich. Ich sage mir immer, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das. Mir persönlich das Fruity Loops. Nicht nur, weil ich es schon viele Jahre habe, sondern weil ich die Fortschritte gemerkt habe und auch die Möglichkeit, die ich damit habe. Ich kann also mit meinen vorhandenen Musikinstrumenten, ob das eine E-Gitarre ist, ob das ein MIDI-Trigger ist oder ob das ein Synthesizer oder ein Keyboard ist oder sonst irgendwas, da kann ich Noten setzen hier rein in dieses Programm oder aber hier die Noten schreiben. Und die an mein Gerät schicken. Ob das nun der Synthesizer ist, ob das das Keyboard ist oder sonst was. In die E-Gitarre, klar, geht das nicht. Aber in die Bodentreter, da habe ich auch schon mal ein Video gezeigt, die kann man ja auch füttern mit solchen Soundmustern. Und das geht also alles. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Sollte es noch weitere Fragen geben, dann bitte stellt sie mir. Ich kann jetzt hier wirklich nur Fragmente von dem zeigen, die Vielfalt mit dem, was jetzt hier möglich ist, die kann man nicht nur annäherungsweise hier erläutern, das geht gar nicht. Man kann sich da so ein kleines, so wie ich es jetzt gemacht habe, ein kleines bisschen rauspicken und anhand dessen zeigen, was es da so für Möglichkeiten gibt. Was ich natürlich jetzt hier noch habe, das ist dieser Riesenmixer, den habe ich jetzt allerdings hier ein bisschen verkleinert. Also hat man auch jede Menge Spuren. Ach so, ja, hier die Tracks selber, das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Das sind wohl über 500 Spuren, die ich da zur Verfügung habe.
wo ich dann alles zusammenmischen kann. Ja, das ist der absolute Hammer. Hier, jetzt bin ich am Ende angelangt. 500 Spuren, also wem die nicht ausreichen, na dann, gute Nacht, Marie. Ja, also ein mächtiges, mächtiges Tool. Ich würde mal sagen, es ist sein Geld wert, auch wenn es ein Hammerpreis ist, natürlich. Aber man hat dort dann alles drinne, was man sieht, was es gibt. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von denen wahrscheinlich gewesen, mit diesen Demo-Geschichten, die Leute dann einfach anzufixen. Ja, bei mir steht es auf dem Wunschzettel, habt ihr gesehen. Irgendwann kaufe ich das. Momentan komme ich damit noch gut hin. Aber irgendwann trecke ich das zu mir nach Hause. Das ist ganz klar. So, ich verbleibe jetzt wie immer mit den besten Wünschen, die es gibt. Bleibt gesund. Das ist das einzige Wichtige, was man jetzt momentan wohl jemandem wünschen kann. Ohne Häme, ohne Schäme, ohne Hintergrundgedanken. Bleibt wirklich gesund. Passt auf euch auf. Und wie gesagt, sollte es Fragen geben, dann bitte. Momentan bin ich noch ein paar Tage zu Hause. Ich bin offen und beantworte gerne. Macht's gut, moin moin und tschüss.